Moin und willkommen zu einem neuen Pickup-Video. Und für alle, die sich gefragt haben, warum an der Front seit Weihnachten nichts mehr passiert ist, ja, jetzt wisst ihr es. Ihr habt es wahrscheinlich am Thumbnail schon gesehen. Ich hatte einen richtig geilen Deal und ja, ich habe das jetzt alles abgewickelt und dann wollte ich ihn euch zeigen. Und deswegen, vorher hat sich halt nicht ergeben. Ich hatte so ein paar kleine Pickups hier und da. Aber ja, jetzt haben wir ein richtig geiles, fettes Video und dann machen wir das. Und dann gleich noch eine schlechte Nachricht hinterher. Es wird wohl auf absehbare Zeit keine neuen Pickups geben. Mir ist eine rote Wildschwein durchs Auto spaziert. Und ich weiß noch nicht, ob ich mein Baby retten kann. Wäre natürlich schön. Ja, zwei habe ich direkt getroffen mit 100 Sachen. Die habe ich leider auch getötet. Und ja, jetzt hoffe ich, dass mein Auto noch eine Chance bekommt. Muss ich mal gucken, was mein Werkstattfuzzi sagt. Vor allen Dingen, weil die Teilepreise auch so absurd teuer sind. Ob wir den irgendwie retten können. Und deswegen wird es wohl auf absehbare Zeit keine Pickups geben. Es wird noch ein Auto-Pickup geben irgendwann. Da ist jetzt gestern noch mal ein Paket gekommen, auf das ich schon gewartet habe und wo ich mich drüber freue. Das werdet ihr noch kriegen irgendwann. Und dann war es erstmal das mit Pickups. Aber ich würde sagen, wir legen direkt los. Und wir werden diesmal auch einen Novum haben. Und zwar werden wir erst Nintendo machen und dann Sega. Damit ich den geilen 666-Euro-Deal, wie ich ihn jetzt mal nenne, dann auch so zeigen kann und trotzdem Kapitel machen kann für euch, damit ihr springen könnt, wohin ihr wollt. So, und wir starten aber direkt erstmal mit einer Spende von meinem Kumpel Hannes von Castle Tendo oder den schon länger aktiven unter euch bekannt als Sartendo Schiffweiler. Und zwar hat der mir eine Spende geschickt. Air Cavalry fürs Super Nintendo. Ist jetzt kein super perfekter Mint-Zustand, aber ich würde sagen Hannes-Mint, wie man so schön sagt. Ne? Also der Zustand ist okay, das reicht mir völlig. Ne? Also die Frontseite, die im Regal steht, ist schön zu sehen. Das Cover ist soweit super, sind keine großen Abrisse dran, das ist völlig okay. Also wenn man das jetzt rausnimmt hier aus der Packung, dann sieht man, dass das ein bisschen sich verformt hat schon. Aber in der Protector-Box ist das völlig in Ordnung. Ne? Vielen, vielen Dank, Hannes. Mega. Also, ihr wisst ja, Super Nintendo bin ich nicht so aktiv am Sammeln. Und ich habe da vielleicht 40 Games oder so. Ihr kennt ja das Sammlungsvideo, ne? Und ich freue mich über jedes lose Modul, das da in OVP kommt. Ich habe jetzt 19 OVPs, das ist jetzt Nummer 20. Ne? Ich habe wieder keine 40 Spiele. Ich habe auf jeden Fall jetzt mehr OVP-Spiele als lose. Und irgendwann gucke ich, dass ich meine paar Spiele alle in OVP bekomme. Ihr seht, das geht so ein bisschen auseinander, wenn das aus der Protector-Box raus ist. Scheißegal. Der Zustand ist super. Da freue ich mich. Und das ist halt auch so ein Spiel, das hatte ich lose. Na, ich muss mal gucken, welches Modul besser ist. Das ist das von Hannes. Anleitung ist drin. Die ist auch super. Weiß nicht, ob ich die jetzt rausknibbeln möchte. Ja, ich kann mal gucken, ob ich sie rausbekomme. Dann zeige ich euch die auch noch. Ja, die ist auch schön. Also da gibt es gar nichts. Alles schick. Und wie gesagt, da freue ich mich sehr. Das wollte ich sowieso mal noch in OVP haben. Und wie gesagt, die anderen, da werde ich auch Stück für Stück gucken, dass ich immer mal eins in OVP bekomme. Dass ich dann meine Super Nintendo-Sammlung irgendwann komplett alles zip habe. Die paar Spiele, die ich da habe. Und dann freut mich das. Vielleicht kommt auch mal das eine oder andere dazu, was ich noch nicht kannte und was cool ist. Schauen wir mal. Aber da bin ich jetzt nicht aktiv auf der Suche oder so. Aber es freut mich halt auf jeden Fall, dass ich wieder ein schönes Ding habe, was ich auf OVP upgraden kann. Vielen, vielen Dank, Hannes. Bro, ich liebe dich, weißt du. Vielen, vielen Dank. Wenn ich irgendwann mal was Cooles finde, wo ich weiß, dass du es suchst, muss ich dir auch mal wieder ein schickes Channel-Spendenpaket machen. Da habe ich voll Bock drauf. Schauen wir mal. So, das war das. Und wir gehen weiter zum N64. Und ihr erinnert euch vielleicht an mein Road to Full Set Video letztes Jahr. Zu Weihnachten wieder, ne? Da war jetzt die zweite Runde. Challenge geschafft, neue Challenge gestartet. Und da habe ich ja zwei Spiele gezeigt, die ihr am Pickup vorher nicht gesehen habt. Warum? Weil sie zur Pickup-Folge noch nicht da waren. Ist halt Weihnachten und ihr wisst, da verzögern sich die Pakete manchmal und so war's. Das kam halt ein bisschen zu spät. Und zwar NHL Breakaway 99. Die habe ich quasi von einem Kumpel aus der Autogruppe bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal für den Fuffi. Und er hat mir auch noch ein schönes Goodie reingelegt. Mein Kumpel Leon. Und ja, ich wusste, bei NHL Breakaway 99 fehlt die Anleitung. Die hatte ich mir ja schon separat besorgt dann. Die hatte ich gezeigt im Pickup. Ne? Und das Game war einfach noch nicht da gewesen. So. Jetzt so, der Zustand ist schön. Alles dran, die Laschen alle dran. Ne? Ich habe jetzt keine Protector-Box drum, denn ich besitze gerade keine mehr. Ansonsten, wie gesagt, der Zustand ist echt gut. Und das Modul ist auch super. Kann man nicht meckern. Ne, ist halt jetzt nichts Besonderes, halt ein Sportspiel.
aber brauchte ich halt noch fürs Fullset und er hat mir da einen guten Deal gemacht. Und war echt mega. Und das zweite Spiel ist Top Gear Overdrive. Und da muss ich den kleinen Sticker noch runterholen, den habe ich übersehen. Und deshalb bis auf diesen kleinen Abriss hier ist die Box auch super. Könnt ihr auch mal rausholen. Ne? Wenn ich sie aus der Protector-Box kriege. Na, also die Box ist ansonsten ziemlich gut. Bis auf diesen einen kleinen Abriss hier. Hier hinten ist noch so ein Strichcode drauf, aber der ist jetzt über dem alten Strichcode. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt runterholen will. Muss ich mal sehen. Wenn ich ihn abbekomme, gut, dann mache ich ihn noch runter. Und da hat er gesagt, du, das ist aber ein Videothekenspiel. Da musst du durch. Ich sage, macht nichts. Na, die Anleitung hat die Front ein bisschen geknickt, aber ich finde, für ein Videothekenspiel sieht die echt noch gut aus. Vielleicht bügel ich die einmal über. Ansonsten ist er da, es fehlen keine Seiten, alles schick. Die Laschen am Game sind auch alle dran. Und das Modul, da war so ein richtig übler Videothekensticker drauf. Und ihr seht jetzt vielleicht, wenn ich ganz nah rangehe, dass hier so zwei kleine Abrisse sind. Der eine war schon. Da hat wahrscheinlich jemand sich mal versucht, das war so ein Silberner, der dann auch, wenn man den abreißt, der das Modul zerreißen soll. Na? Und ich habe das komplett abbekommen. Und einen kleinen Abriss habe ich nochmal gemacht. Ich glaube, den hier oben an der Motorhaube. Mal gucken, wenn ich das Videomaterial noch finde. Ich glaube, ich habe im Handy das gefilmt, wie ich das weggemacht habe. Ich finde, es sieht auf jeden Fall Welten besser aus. Es war richtig so ein riesengroßer, rechteckiger, silberner Flatschen, der da drauf geklebt war. Und er hat gesagt, du, da musst du durch. Ich sage, das macht überhaupt nichts. Das passt schon so. Das kriege ich schon. Und ich bin sehr zufrieden. Also, alles super. Vielen, vielen Dank nochmal, Leon. War eine coole Aktion. Dass du gesagt hast, du trennst dich von denen, weil ich weiß, er sammelt selber auch N64, aber er hat gesagt, er überlässt mir dir die Mega. Also, schöner Deal und bringt mich echt weiter für mein Fullset. Und dann würde ich sagen, das lege ich mal extra, damit ich die Sticker noch runterholen kann. Gehen wir weiter. Und zwar habe ich von einem anderen Kumpel aus einer anderen Sammlergruppe, von meinem Kumpel Dirk, habe ich, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, Wirelei Country Club True Golf Classics bekommen. Ist noch ein kleiner Sticker, den muss ich auch noch runterholen. Da hat auch schon jemand gerupft, ihr seht das schon. Da wird also auf jeden Fall ein bisschen Schaden überbleiben. Ansonsten ist die OVP aber echt super. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, was es gekostet hat, aber es war auf jeden Fall super günstig. Und es ist auch komplett Anleitung dabei. Und in schönem Zustand. Wie gesagt, ich habe keine Protector-Boxen mehr, deswegen ist da jetzt keine drum. Ah, ist halt ein klassisches Golfspiel. Auch so ein Fullset-Titel. Aber wie gesagt, der Preis war top. Und die OVP sieht echt super aus und habe ich mich gefreut. Also ich weiß, wenn ich es in einem Buch kaufe, unter 35 brauche ich da gar nicht mehr gucken. In einem guten Zustand. Und das ist echt super. Also gibt es nichts zu meckern. Vielen, vielen Dank. Und das bisschen hier oben, das kriege ich weg. Das kriegen wir gefixt. So. Gucken wir auf das Modul dazu. Modul ist natürlich auch super. Ne? Also gibt es nichts. So, und das andere, was ich von meinem Kumpel Doc bekommen habe, war NBA Hangtime. Auch Top-Zustand. Für ein Sportspiel. Also echt super. Kann ich nicht meckern. Ich muss mal gucken, ob ich für die ganzen Sportspiele überhaupt Gameplay reinmache. Das werdet ihr dann sehen. So, Anleitung ist okay. Ne, also gibt es auch nichts zu meckern. Und wie gesagt, der hat mir da einen echt guten Deal gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir letztendlich ausgemacht haben. Aber es war wirklich mega fair. Dirk macht immer super Deals. Kann ich echt. Echter Bro. Ne? Das ist ein echter Sammler. Da kann man nicht sich beschweren. Auch da ist das Modul tipptopp. Gibt es gar nichts. Ja. Auch ein frühes Titel. Basketball. Naja. Aber wie gesagt, die Sportspiele müssen halt irgendwann auch kommen. So, und dann kommen wir jetzt zu dem richtig dicken Ding. Und zwar zum 666-Euro-Deal. Und zwar gleiche Gruppe. Hat mich jemand vermittelt. Ich hatte nochmal gesagt, Mensch, also eigentlich würde ich gerne dieses Jahr mal einen Heavy Hitter abreißen. Also so ein Chameleon Twist, einfach weil das Spiel auch geil ist, hätte ich schon gern. Vielleicht nicht gleich, weil Januar ist ja immer schlecht. Ihr kennt das, ne? Da wollen alle Geld. Und hatte einer gesagt, du, ich habe jetzt erwähnt, der verkauft das gerade, ich vermittle euch mal. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich glaube, Malte war es. Vielen Dank, Malte. Mega, dass du da das zustande gebracht hast. Und ja, ich
habe den Kollegen dann angeschrieben und er sagt, du, ein bisschen was habe ich noch da. Magst mal drüber gucken. Vielleicht können wir es ja bundeln. Ich weiß gar nicht, was er ursprünglich wollte. Es war auf jeden Fall heftig. Ich glaube, er hatte gesagt 650 oder so. Ne? Ursprünglich. Und ich habe gesagt, komm, wir machen mal ein bisschen bundeln und dann gucken wir mal, was wir machen können. So, und da hat er mir als erstes einen Lego Racers fürs N64. Zustand ist sehr schön. Da habe ich eine Protector-Box mir tatsächlich weggelegt. Ich weiß gar nicht, warum das Lego Racers tatsächlich auf der Stirnseite gar nichts stehen hat. Das sieht dann natürlich doof aus, weil ich die ja alle hochkant reinstelle, weil da ist es hier. Aber ist ja nicht schlimm. Das ist auch ein Spiel mit der fettesten Anleitung, die es gibt. Die habe ich übrigens schon. Die hat mir mein Kumpel Doncast mal geschickt. Also falls sie jemand mal braucht, einfach Bescheid sagen. Na, dann würde ich die bro-technisch weitergeben. Oder so. Ne? Falls da mal einer was braucht. Ja. Und das Tolle an dem Ding ist, ich weiß gar nicht, ob das die alle hatten. Bei dem kann man hier vorne diese Klappe noch aufklappen und dann hat man hier... Ich weiß gar nicht, ob das alle Lego Racers Versionen hatten. Aber ist sehr cool. Das habe ich jetzt von ihm bekommen. Modul ist auch super, natürlich. Ne? Und ist halt ein cooles Lego-Rennspiel. Ich glaube, man könnte sogar seine eigenen Autos so ein bisschen modifizieren. Das ist halt cool. Ja, der Zustand ist auch super toll. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum, wir gehen direkt weiter zum nächsten Ding. Und zwar als zweites war in dem Paket drin. Quake 2. Das ist jetzt nicht mehr perfekt. Wenn man jetzt die Stirnseite irgendwo sieht, ist so ein bisschen Bestoßung dran. Aber die Front ist super. Im Heck sieht man das auch hier. Ne? Hier ist auch so ein bisschen. Das ist halt die Ecke, die so ein bisschen betroffen ist. Ne? Aber der Rest vom Modul, von der OVP sieht super aus. Ne? Das ist wirklich nur die eine Ecke, die ein bisschen kacke aussieht. Aber da hat er auch gesagt, du, das, wenn das für dich okay ist, ich sage, für mich ist das okay. Die Anleitung ist wie neu. Da hat er mir auch dann richtig Bro-Preise gemacht und dann haben wir da ein bisschen was gebundelt. Ja, Quake 2 muss ich glaube ich nicht zu sagen, ist ein richtig cooler Arena-Shooter, ne? Werden die meisten von euch kennen. Gab es ja auch für den PC und ich glaube für die PlayStation und für jede andere verdammte Konsole überhaupt. Ja, und auch kein günstiger Titel mehr tatsächlich auf dem N64. So, und dann das Modul. Super. Kann man nichts sagen. Also, wirklich geil. Und dann das absolute Highlight von dem Deal. Ne? Ist jetzt auch in Protector-Box schon. Chameleon Twist 2. Ja. Alter, ist er mir letztendlich bis auf 500 runter entgegengekommen und er hat mir für die anderen Sachen alle Bro-Preise gemacht. Da kommt ja noch mehr. Also, wirklich mega, mega, mega Deal. Danke fürs Vermitteln. Danke an den Kollegen für diesen mega geilen Deal. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Deswegen sage ich nicht, wie du heißt. Mega, mega Deal. Richtig geil. Vielen, vielen Dank. Also das ist so ein Ding. Das ist so, selbst wenn ich dieses Jahr meine Challenge nicht schaffe, scheißegal, das war's wert. Ne, ich mache hier mal auf. Ich guck mal, ob ich die Lasche vor euch aufkriege, dass ich euch mal die Anleitung zeigen kann. Die ist auch, wie gesagt, also das Modul, ich nehme es mal raus hier. Also das Modul, die OVP ist Sahne. Die ist echt Sahne. Ne, die Laschen sehen richtig gut aus. Da sind keine groben Knicke, keine Bestoßungen dran und so. Und die 500 sind echt mega gewesen. Also das war völlig okay. Ich weiß, es ist jetzt gerade eins drin in der Bucht für 450. Hier die Anleitung nochmal extra eingepackt und in Top-Zustand. Und mega. Richtig mega. Also die Tüte kann man auch mal, ne? Das ist jetzt nicht eingeschweißt oder so. Die kann man drinnen auch mal, da kann man sie rausnehmen. Aber so als Schutz nochmal drüber. Ist auch das originale Nintendo-Heftchen noch dabei. Und der Zustand ist wirklich Sahne. Also in der Bucht ist jetzt gerade eins drin für 450. Das sieht nicht annähernd so gut aus. Da würde ich sagen, Zustand 2 minus bis 3. Und das hier ist auf jeden Fall eine 1 minus, würde ich sagen. Mindestens. Also mega, 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 mega. Und da freue ich mich, dass das so ein Heavy-Hitter in so einem tollen Zustand zu mir in die Sammlung wandert. Und das ist auch halt ein geiles Spiel. Ne? Und einfach nur geil. Also ich könnte mich den ganzen Tag freuen, könnte ich mich. Modul auch super Zustand. Also, ich habe mir übrigens auch von meinem Kumpel Doncast sagen lassen, dass der zweite Teil sogar noch besser ist als der erste. Ja, ihr habt den Chameleon und ihr könnt da so 3D-Plattformen und so. Und ihr habt so eine frei bewegliche Zunge und. Also, es ist ein mega cooler Plattformer.
habe ich richtig Bock. Ne? Vielleicht, wenn ich das hier irgendwie noch reinquetschen kann und ich den Schnipsel groß genug bekomme, packe ich euch hier noch Gameplay rein, weil ich habe jetzt so viel gezeigt hier. Ihr werdet es dann sehen. Und geil. Vielen, vielen Dank nochmal. Mega. So oft kann man gar nicht Danke sagen, aber war geil. So, und weiter geht's. Das war's noch nicht. Und zwar hat er mir noch F-Zero GP Legend. War noch Teil des Deals. Das zweite von drei GBA-Spielen von F-Zero. Das dritte ist Japan-exklusiv und arschteuer. Und hier hat er mir auch, glaube ich, 30 gemacht oder so. Das ist auch völlig okay. Anleitung super. Modul super. Ich habe es gerade auf der falschen Seite aufgemacht, sehe ich. Das Modul muss ich auf der anderen Seite rausholen. Auch ein richtig cooles F-Zero-Spiel. Und F-Zero ist ja meine Reihe. Also, ne? Wie kommt man denn hier an das Modul ran? Da. Da ist es. Also richtig mega. Muss ich sagen, also lange nicht mehr so einen geilen Deal gehabt. Also der auch. Sammeln muss glücklich machen, ne? Und der Deal hat glücklich gemacht, auf jeden Fall. Oh, toller Gesamtzustand. Einfach klasse. Wie gesagt, GBA bin ich ja nicht so, aber das ist jetzt quasi mein dritter GBA-Titel. Ne? Also, ich sortiere auch regelmäßig aus, aber ja. Und das war's mit Nintendo. Und jetzt kommen wir zum Mega Drive, also zu Sega. Und da haben wir nochmal ein Ding, das war auch Teil des Deals, und zwar Mickey Mania für Sega Mega Drive. Das hatte ich auch noch nicht. Wirklich ein toller Disney-Plattformer wieder. Auch komplett in einem tollen Zustand. Ich weiß es nicht mehr, was wir jetzt da explizit gemacht hatten. Aber wie gesagt, der komplette Deal... Entschuldigung. Der komplette Deal Mickey Mania, F-Zero GP Legend und die drei N64-Spiele für 666. Also, da gibt es nichts zu meckern. War mega Deal, richtig geil. Und wie gesagt, Mickey Mania auch richtig cooles Spiel. Bin ich mega happy. Also, super, 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 super. So, und das war's mit Sega. War wirklich nur das eine Ding. Und dann kommen wir zur PlayStation. Und wir kommen zu meinem Kumpel Leon zurück am Anfang, wo ich die beiden N64-Games gesagt habe. NRL Breakaway und Test Drive Top Gear Overdrive. Er hat mir als Zusatz noch was ins Paket gelegt. Also wir haben quasi uns geeinigt. Und er hat gesagt, du, ich brauche noch einen Zehner mehr, aber ich lege dir noch was mit ins Paket. Und zwar den offiziellen Spieleberater für Vagrant Story. Für die PlayStation 1. Geil. Und damit war der Deal für mich super. Ne? Für ihn super, für mich super. So ist am schönsten, wenn beide Seiten happy sind. Richtig geil. Wird ein schönes, tolles Heftchen für meine Spieleberater-Sammlung. Freue ich mich. Sehr geil. So, und dann gehen wir direkt weiter. Und zwar überspringen wir PS2 und 3 und gehen direkt zur PS4. Und da zeige ich euch eins. Das habt ihr in einem Zocktipp schon gesehen. Und zwar Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Das habe ich ja auch für die PS3. Und ich wollte aber gerne dann die schöne Bling-Bling-Version für die PS4 spielen. Die aufgehübschte. Deswegen habe ich es mir nochmal besorgt. Und ja, da ist es. Wie gesagt, im Zocktipp habe ich das schon gezeigt. Und freue mich, dass das jetzt da ist. Ist ja ein tolles RPG. Auch so ein bisschen Open World, so in die Skyrim-Richtung, aber halt so ein bisschen bunter und ja. Ist damals ein bisschen untergegangen, aber ist schon irgendwie geil und ich glaube, das ist genau was für mich und deswegen freue ich mich da schon ziemlich drauf. So, und dann gab es noch zwei kleine Dinger zu Weihnachten von meiner Frau und zwar hat die mir geschenkt Spirit of North. Ihr seht das noch verpackt, da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt. Ja, das sieht aber vom Stil her echt schick aus. Und ich glaube, das ist auch so ein Indie-Ding. Ist ja auch wieder von Merch. Muss ich mal gucken. Hab ich Bock. Guck ich mir mal an. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Und ich weiß gar nicht, was das zweite war. Irgendein PS4-Game fehlt gerade noch. Wenn es mir wieder einfällt, was da fehlt, zeige ich das im nächsten Video. Ich weiß, ihr habt mir zwei Games geschenkt, aber hier ist nur eins. Oder war das andere Kings of Amalur? Ich weiß es nicht mehr, Weihnachten ist schon wieder so lange her. Ihr wisst, wie das ist. So, dann habe ich noch von ihrem Cousin was geschenkt bekommen. Der wollte uns eine kleine Freude machen zu Weihnachten. Er hat gesagt, Mensch,
ihr könnt doch mal was zusammenspielen. Da muss ich meine Frau noch dazu kriegen, dass wir was zusammenspielen. Und zwar hat er mir einmal geschenkt das Hasbro Family Fun Pack mit Monopoly und Risiko und Trivial Pursuit und Boggle. Solche kleine Spiele dann. Sehr cool. Und als zweites It Takes Two. Wie gesagt, ich muss mal sehen, ob ich meine Frau dazu kriege, das mitzuspielen. Ich habe da wenig Hoffnung. Die ist nicht so wirklich Videospiel begeistert. Aber wir werden mal sehen. Ich brauche ja einen zweiten Spieler dazu. Wenn nicht, muss Olli herhalten, wenn das nächste Mal hier ist. Grüße gehen raus an die Dattelkammer. Und ja. Vielen Dank. So, und dann habe ich noch einen kleinen Deal gehabt mit meinem Kumpel Thorsten. Und zwar habe ich dem abgenommen Horizon Forbidden West für die PS5. Und er hat mir sogar noch was ins Paket gepackt. Er sagte, es liegt noch was Kleines, Grünes im Paket. Und ich hatte eben mal ein Auto geschickt zum Schickmachen und habe eigentlich drauf spekuliert, dass das Auto ist. Nee, der hat mir so einen richtig geilen Luigi gemacht. Aus Luigis Mansion mit so einer kleinen Flackerlampe und Grusellicht und so. Ich habe ihn jetzt dumm halber vergessen, der steht jetzt oben, das fiel mir jetzt gerade ein. Den wollte ich euch eigentlich auch noch zeigen. Wenn nicht, packe ich den im Nachgang noch mit ins Video rein. Richtig cool. Und vielen, vielen Dank, Thorsten. Mega Ding. Und ja, geil. So, und hier ist er, der kleine Luigi. Selbst gemacht. Mit dem Drucker. Richtig geil. Und hier ist diese kleine Flackerlampe drin. Und wenn man jetzt ein USB-C-Kabel anschließt, dann flackert die noch und leuchtet den Luigi gruselig an. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank nochmal, Thorsten. Richtig geil. Freue ich mich. Mein Kind feiert das Teil auch. Und ja, der kriegt einen schicken Platz in meiner Ecke. Ihr wisst, ich bin nicht so der Freund von so kleinen Figuren und sowas, aber der ist geil. Ich habe den, wie ich ihn besucht habe letztes Jahr, wo ich auf der Retrosa war, habe ich den gesehen und gesagt, oh, der ist cool. Und dann hat er nicht vergessen und hat mir einen gemacht. Mega. Und damit sind wir durch. Wie gesagt, es tut mir leid, es wird wahrscheinlich in nächster Zeit keine Pickups geben. Es gibt noch ein kleines Auto-Pickup und dann ja, muss ich erst mal sehen, was das große Auto macht und was der Spaß alles kostet. Ja, und da müssen wir sehen, wann mal wieder was Pickup-mäßiges reinkommt in die Sammlung. Und dann, ja. Gut, das war's. War trotzdem ein tolles Pickup und richtig geile Sachen und ich bin mega happy. Trotz der dummen Geschichte jetzt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Mal sehen, was das sein wird. Bis dann. Tschüss, tschüss.